Hallo, weiter geht's. Ich stehe mal wieder vor Herrn Robert. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das sind gute Neuigkeiten. Mach's gut. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. So gefällt mir das. Wie es scheint, können wir endlich durchatmen. Es gibt keine Anzeichen auf weitere Kumanen in der Gegend. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Vielen Dank, Hauptmann. Aber es wäre eine Schande, dein Talent nicht zu nutzen. In Sasau sollen die Straßen noch unsicher sein. Und in der Gegend um Skarlitz ebenso. Räuber sollen dort ihr Unwesen treiben. Ich kümmere mich gerne darum. Gut, in Sasau musst du dich aber zuerst bei Herrn Sebastian melden. Er ist der Kustos des Klosters und für die Sicherheit der Region verantwortlich. Er wird wissen, wo die Schurken zu finden sind und sich über einen Helfer freuen. Verstanden, Hauptmann. Ich breche gleich auf. Gott sei mit dir. Sehr schön. Darauf erstmal einen heißen Kaffee. Ich habe Trophäen. Zeig her. So viele. Junge, du wütest, als wärst du Gottes Vollstrecker. Mach's gut. Ja, cool. Ich denke, ich werde jetzt nach Rathay aufbrechen, gucken, ob das Turnier stattfindet. Beziehungsweise sind ja hier oben in Scarlet mehrere. Sag schnell, mehrere Schatzkarten. Scarlet. Ja, hier sind eindeutig bestimmt. Eindeutig bestimmt. Hier sind mit Sicherheit noch Räuber etc. unterwegs. Ja. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir die Positionen alle finden. Wollte Karte 4. Die haben wir doch. So, uralte Karte 5. Das muss nämlich, das muss hier oben sein. Ja, das, ach, hast du heute eben schon auf der Karte gesehen. Da ist die Mine. Und da oben ist dieser Fluss und in der Biegung nach Westen rüber. In der Biegung nach Westen rüber. Es muss hier irgendwo sein. Ja. In Scarlet ist ein Aktivitätengeber. Ich hoffe nicht, dass es wieder die Kumanenschläger sind. Das war ja schon sehr witzig in Anführungszeichen. Also das muss da oben sein. Es gibt keine andere Stelle, die genauso aussieht. Oder ähnlich. Ja.
So, und da muss ja irgendwo ein Gebäude sein. Irgendwie ein Haus oder Jagdhütte. Irgendwas in der Richtung. Da. Das habe ich gesehen. Ich höre hier Geräusche. Hier ist eine Kiste. Oh, eine sehr schwere, natürlich. Dann werde ich doch mal Retterschnaps zu mir nehmen. In der Hoffnung, dass ich nicht alle Dietriche verbrauche. Bei aller Bescheidenheit ist unser Kyras wahrscheinlich sogar besser, wie der hier drinne ist. Na, so weit außen ist natürlich Mist. War gar nicht so schlecht. Ah, ich wollte Gas geben. Ha! So, hier ist dann der Rest drinne. Die Regeln des heiligen Nikolaus Taschendiebstahlbuch. Eine dunkle Plattenjacke. Macht die Geräusche? Ja. Ein Glückswürfel, mehrere Groschen, ein Bogen, ein Rezept für Salbe, verzierte Reitstiefel, Warhorse-Brigantine und das Warhorse-Kettenhemd. Ja, auch das Kettenhemd macht ein bisschen weniger. Und auch die Brigantine macht tatsächlich weniger Schutz. Aber ich habe das Set endlich komplett. Das ist doch schön. Und das Gute an Warhorse ist halt, gut, mir kann es egal sein, in Anführungszeichen, sind die Reparaturkosten. Die sind nämlich praktisch nicht gegeben. So. Sehr schön. Das haben wir schon mal geschafft. Dann kann das auch weg. Dann haben wir den uralten Schatz komplett. Jetzt haben wir hier noch. Da oben ist Galitz. Da ist ein großer Fluss mit einem Berg. Darunter ist ein kaputter Baum. Mit einem Steinübergang. Und hier ist Galitz. Da oben ist eine Brücke. Moment, da ist Norden. Galitz. Dann ist die Brücke links von Galitz. Und da oben der Fluss, die Beule. So, das kann theoretisch
nur hier sein. Tja, aber das andere, das wird schon eine heftigere Suche. Das könnte auch hier unten sein, das glaube ich aber nicht. Wir gucken erstmal an dieser Beule. Ja. Zweiter DLC und ich habe jetzt erstmal eine Warhorse-Rüstung. So, wie gesagt, das könnte hier sein. Da geht ein Fluss hoch, da ist ein Berg. Ja, das sind diese Trauerweiden. Daneben soll irgendwas sein. Ne, es kann nur die hier sein, diese Trauerweide. Da sieht es wie einer aus. Ah, die andere. Grundlagen des Reitens. Würfel für ungerade Zahlen, Groschen, edle dunkle Schuhe, Rezept für Aqua Vitalis und nochmal Bogen. Schön. So, im Norden war Skalitz. Da war ein Fluss mit einem kleinen Rinnsal Richtung Norden. Und im Norden war Skalitz. Das ist hier. Definitiv. Gucken wir mal. Ja. Das wird da sein. Und zwar muss dann Übergang sein. Gut. Huch, das ist ein bisschen sehr weit. Ja, das ist hier. Ja.
Ja. Ja. Mir fällt gerade ein, ich hätte die Rüstung gar nicht gebraucht für das Turnier, weil man doch Sachen gestellt bekommt. Na, ich bin ja ein Dussel. Ich reite jetzt mal querfeld ein. Ja. Werd auch danach nach San Sebastian den mal kurz schnacken. Ich muss jetzt nur aufpassen, wo ich hinreite. Ich muss noch mehr rüber. Ja. Weil hier wird's gebirgig. Oh, das ist aber eine brutale Ecke hier. Mal. Noch eine Straße rüber und noch eine Straße rüber. Ja. Ja, beziehungsweise die nächste muss ich dann nehmen. Nee. So dicht? Ja. Hatte ich gerade in die falsche Richtung geschaut? Genau, ich muss hier runter. Dann muss ich über diesen Flussübergang. Genau, hier ist dieser Wagen. Oh, geil. Das heißt, wir sind gleich da. Und dann rechts von mir aus gesehen ist ein toter Baum. Ist er das schon? Ist er nicht. Und das hier ist er aber auch noch nicht. Ne? Nee, er ist viel zu dicht. Am Wasser. Was muss hier? Muss ja hier sein. Erstmal die ganzen. Ah. Ist das jetzt echt eine Kiste? Gut.
63. So, dann habe ich gesagt, auf nach Sasau. So, mit Herrn Sebastian schnacken wir noch. Dass ich überhaupt noch ins Kloster darf. Konrad. Geht es dir gut? Gut, gut! Er wollte mich umbringen! Aber ich dachte... Es war Paykar! Dort liegt er! Du hast ihn laufen lassen und gesagt, ich hätte nichts zu befürchten. Geh mir aus den Augen, hörst du? Er hätte mich töten können, um Gottes Willen! Den Dialog, okay. Habe ich gar nicht mit gerechnet. So, wo ist Herr Sebastian? Etwa hier oben? Ja. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Hauptmann Robert schickt mich. Und was könnte der Hauptmann mich wissen lassen wollen? Ich bin kein Bote. Ich habe nichts zu berichten. Der Hauptmann meint, ich könnte helfen. Ah, du bist das. Der Held von Tallenberg. So sei es. Wenn du Erfolg hast, wirst du belohnt. Wenn nicht, werde ich keine Träne vergießen. Wir wissen von einem ihrer Lager. Es befindet sich auf einem Hügel bei Skalitz, nahe den Minen. Ich sehe mir das an. Lebe wohl. Oh, Spiel gespeichert. Du weißt, was das heißt. Bis zum nächsten Mal.